Wir sind live. Kurzfristig. Doch, ich hab's eben erst erfahren, was heute passiert ist. Gebt mal einen Kommentar ab, ob ihr mich versteht oder ob ihr mich seht. Die Technik ist nicht so die beste, die ich hier habe, ja? Danke. Nebenbei läuft noch mein Laptop, parallel Facebook, weil hier kommt heute eine Sturmwelle an. Was ich gleich sagen werde, soll keine Beleidigung darstellen. Muss ich erstmal klarstellen. Weil dann passiert Folgendes. Alle fühlen sich wieder auf den Schlips getreten. Ja? Weil ihre Inkompetenz sie wieder zu stolz macht. Ja? So sieht's aus. Und jetzt gibt's Klartext hier vom Bad Cop. Ich hab die Schnauze voll mit dieser Scheiße. Mit eurer ganzen Scheiße, was ihr hier macht. Ton und Bild tipptopp. Danke Marco für die Rückmeldung. Sehr gut. Das ist ja gut. Geht heute über Handy. Laptop macht heute nicht so mit. Naja. Was ist da heute passiert? Ich habe es auch erst spät abends gesehen. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Polizist im Kopf geschossen. Ihr Kind wartet heute, liebe Politiker. Ihr Kind versteht jetzt nicht, warum Mama nicht nach Hause kommt. Ja? Okay, man kann es jetzt einen dummen Zufall nennen, in den Kopf geschossen. Ja? Sicherheitsholster, bla bla bla. Wissen Sie was, liebe Politiker? Ich kann Sie einfach gar nicht mehr ertragen als Polizist. Ich bin Polizist geworden für Menschen, die in Not sind und nicht für Ihre Inkompetenz. Hier kommen natürlich jetzt immer Nachrichten an auf dem Handy. Ich muss mal immer so ein bisschen hochschieben. Sie sind absolut inkompetent zurzeit. Liebe Regierung, Sie können absolut nichts zurzeit. Sie sind unfähig. Sie versuchen auch noch Ihre Unfähigkeit mit dummen Sprüchen in irgendwelchen Sondersendungen bei Phoenix, bei RTL, bei NTV noch schön zu reden. Ich fange jetzt von klein an. Ich muss mich erstmal sammeln. Ja? Ich muss mir erstmal sammeln, was ich heute gehört habe, was hier passiert ist. Ich habe zwar noch nicht alles gehört, aber es kommen ständig Nachrichten jetzt rein. Ja, auch von Kollegen. Und wissen Sie was? Jetzt kommt richtig die Abrechnung. Jetzt kriegt jeder sein Fett weg hier. Ich habe nämlich die Schnauze voll. Ja? Ich habe den Beruf habe ich doch nicht für Sie gelernt. Den Beruf habe ich für die Leute gelernt, die in Not sind, Hilfe brauchen. Und nicht für Sie. Geht gleich los, gleich geht's los. Ich mache mich gerade warm. Und wissen Sie was? Ihre 30 Anzeigen sind mir sowas von scheißegal. Das können Sie sich auch nicht vorstellen, was jetzt gleich passiert. Was ich gleich sagen werde, wird unter der Gürtellinie sein. Für viele, die ein schwaches Gemüt haben. Könnte sein. Soll aber keine Beleidigung sein. Ist einfach vielleicht jetzt mein Sprachgebrauch. Ja? Den ich jetzt verwende, um ihm mal die Augen zu öffnen. Ja? Und wenn ich da Worte nutze wie Penner oder Fahrstuhl fährt nicht hoch oder entgehen humpelt oder sie sind nicht ans Dicht, verzeihen Sie es mir bitte. Ja? Das ist nämlich eine Wutrede. Das ist keine Beleidigung, das ist eine Wutrede. Weil was ich heute gehört habe, das reicht jetzt hier langsam. Langsam reicht's. Wir sind doch nicht ihre Abtreter. Ja? Und langsam sollten wir diese ganzen Arschkriecherbullen, die ich auch kenne, sogar persönlich, und jetzt am Rechner sitzen und auch lachen. Ach, der Klöckling, der macht sich aber noch dumm. Ach, der verscheißt seine ganze Karriere. Welche Karriere denn? Hä? Welche Karriere? Dass ich acht Jahre in der Spezialeinheit war und immer noch Polizeimeister war in Sachsen-Anhalt? Ja? Das ist wohl eine Karriere, die ich hatte, oder was? Ja?
da ich mein Leben riskiert habe. Ja, für andere Leute. Dass ich alle Lehrlinge habe, die es überhaupt gibt. Das ist wohl eine Karriere und immer noch Polizeimeister und jetzt auch zufällig, weil der Herr Stahlknecht gesagt hat, wir müssen das mal gesetzlich regeln, obwohl es die Vorgängerregierung gemacht hat. Die hat das nämlich schon gesetzlich geregelt und Herr Stahlknecht rühmt sich nämlich jetzt noch. Weil Herr Stahlknecht macht nämlich gar nichts für unsere Sachsen-Anhalt-Polizei. Nichts. Und der Ministerpräsident ist zu dumm. Zu dumm. Ich habe ja vorher gesagt, es ist keine Beleidigung, ja? Also die Worte, die ich jetzt benutze, es ist einfach nur eine Wutrede. Der Ministerpräsident ist zu dumm, Haseloff, mal die Schulterstücken bei der Beförderung, wenn der MDR da ist, das Fernsehen, vor 300 Polizisten mal richtig rum drauf zu stecken. Da muss man sich vorher mal erkundigen, ja? Wenn man keine Ahnung hat. Da kriege ich das Kotzen, kriege ich so einen Hals. Kriege ich so einen Hals. Ja? Und jetzt kriegen wir hier Sachen. Sachsen bestellt jetzt Schutzhelme von den USA. Top. Vielleicht sollte man auch zusammenarbeiten mit der Bundeswehr. Die kennen sich aus mit Schutzausrüstung in Gefahrensituationen, in Krisengebieten. Ja, vielleicht sollte man da mal zusammenarbeiten. Aber es ist ja wieder hier, es kostet ja wieder zu viel. Ja, da wird ewig beraten, wie irgendwelche Schutzausrüstung oder Autos neu bestellt werden von irgendeinem Konzern, der wieder das meiste Geld bietet. Ja? Aber wenn die Diäten erhöht werden, dann wird das sofort der Briefumschlag in den Kasten gesteckt. Da sind auf einmal auch alle im Landtag oder im Bundestag. Da ist komplett besetzt, ist voll. Ja? Guckt mal am Montag, Dienstag irgendwo hin, wenn irgendein Thema ist. Das Thema ist jetzt scheißegal. Das Thema ist völlig egal. Da sitzen, was weiß ich, 78 Mann. Wo ist denn der Rest von 600 Bundestagsabgeordneten? Wo ist denn der Rest? Hä? Aber wenn die Diäten erhöht werden, da sitzen 600 sitzen da. Und alle sagen, ja, und wisst ihr, was passiert? Am nächsten 1. ist das Geld drauf aufs Konto. Ist das drauf? Das verspreche ich euch. Ja? Und jetzt machen Polizisten in ganz Deutschland eine sehr gute Arbeit. Nicht alle. Einige sind noch Arschkriecher und sind zu faul. Ja? Das sind wirklich Pleppos. Das kann ich auch mal sagen, weil ich die kenne. Auch die meisten machen eine sehr gute Arbeit und halten ihren scheiß Arsch auch noch hin. Halten den auch noch hin. Ja? Und heute kommt eine Frau nicht nach Hause, die in den Kopf geschossen wurde. Ja? Okay, in den Kopf geschossen, Waffe weggenommen, den Zusammenhang kenne ich jetzt noch nicht richtig, ich erkundige mich auch noch. Trotzdem kommt jetzt eine Frau nicht nach Hause, vielleicht wartet da ein Mann, ein Kind oder eine Mutter, ja? Und sie erhöhen sich die Diäten und sonst was und laben sich und sonst was. Sie kotzt mich einfach nur noch an, sie kotzt mich an. Ich hasse es, echt für sie zu arbeiten. Ich arbeite auch nicht für Sie. Sie sind nur Herr Stahlknecht und Herr Ministerpräsident Haseloff. Für mich persönlich, Sachsen-Anhalt, kann ich ja noch sprechen. Sie sind für mich komplette Versager. Komplett Versager auf der ganzen Linie. Herr Stahlknecht, Sie kamen damals aus dem Westen als Staatsanwalt. Wahrscheinlich hatten Sie ja da keinen Plan. Ja? Und dann kommen ja alle dummen vom Westen aus zum Osten, ja, um doch mal Karriere zu scheffeln, ja. Was haben sie für die Polizei geleistet? Nichts. Haben sich einen neuen Hubschrauber gekauft, ja, jetzt für x Millionen, ja. Was haben sie gemacht? Haben irgendwas versprochen. In Dessau musste der Präsident, das war, jetzt kommt, das war nicht schriftlich, das war mündlich. Und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, das stimmt. Wir mussten in Dessau alle antreten. Das wäre fernbleiben vom Dienst, weil der Stahlknecht kam. Weil es sieht ja blöd aus, wenn bloß 16 Mann drinnen sitzen in einem Raum, wo eigentlich 600 drinnen sitzen könnten. Ja? So, und dann kam er rein und hat noch einen dummen Spruch gemacht, wegen der Beförderung. Wo ist denn das Geld hin? Hä? 1500 sollten dieses Jahr befördert werden, das Geld ist da. Jetzt habt ihr nur eine Ausrede, ja? Es könnten bloß 300 befördert werden, wir müssen noch zurückhalten. Für was müsst ihr zurückhalten? Für was? Für was müsst ihr denn was zurückhalten? Das Geld ist da.
Ja, die Leute, die Polizisten machen einen sehr guten Job. Und ihr haltet Geld zurück, ja? Von 1200 Beamten, das muss man sich mal ausrechnen. Das ist ein Witz, ist das. Sie sind ein absoluter Witz, Herr Stalknecht. Sie sind nicht mein Chef, Sie sind ein Witz für mich. Ich kann Sie nicht mehr ernst nehmen, wirklich jetzt. Und in Aachen brauchen Sie sowieso nicht mehr auftauchen, ja? Seit dem Hochwasser 2013. Sie sind ein Lügner und Sie sind ein absoluter Witz. Und Herr Ministerpräsident Hasler, wenn ich mal jemanden befördere vor MDR, dann muss ich mal gucken, wie die Schulterstücken sitzen. Ja? Da ist nichts verkehrt rum drauf mache. Ja? So. Und danach können Sie jetzt Anzeigen schreiben. Wissen Sie, wie scheiße egal mir das ist? Es ist mir sowas von egal. Das können Sie sich auch nicht vorstellen. Ja? Was ich heute da gesehen habe. Dann bestellt Sachsen Schutzhelme. Neue Schutzhelme aus den USA. Sehr gut, Sachsen. Schutzklasse 1. Wenn ich da mit einem Latthammer drauf haue, ist da ein Loch drinne. Ja? Und rühmen sich noch, haben wir was bestellt und sonst was. Wer bestellt denn da? Schwachköpfe oder was? Ja? Bestellen das irgendwelche Leute, die... Ja? Schutzklasse 1. Da haue ich mit einem Latthammer drauf und ist das Ding durch. Ja? Sachsen, Sachsen-Anhalt, das ist Ostdeutschland. Das war russische Besatzungszone. Wissen Sie, wie viel Kalaschnikows da rumliegen? AK-47, 762 mm, Hochgeschwindigkeitsgeschoss. Das Gespräch hatte ich übrigens bei meinem Polizeipräsidenten Herrn Degner in Dessau. Ja? Das hatte ich da als Ausbilder. Er sagte, Herr Klöckling, ich soll mich nicht verrückt machen. In Magdeburg entscheiden ja Profis. Profis. Machen Sie sich doch mal keine Gedanken. Doch, mache ich mir. Ich mache mir da Gedanken. Weil ein Jurist, der bei seiner Mutter wohnt, der sagt mir was von Polizei und Schießausbildung oder was. Ich habe ja so oft bei der Polizei schon was geübt. Ja, das können Sie ruhig machen, Herr Degner. Aber unterhalten Sie sich mit Profis um Ihre scheiß Juristensachen und nicht über Sachen, die ich kann und Sie nicht. Weil das können Sie absolut nicht. Ja, ein 762 mm Geschoss ist Hochgeschwindigkeit. Da kommen Sie nicht weit mit Schutzklasse 1. Und da kommen Sie auch nicht mit Schutzklasse 4 weit. Da brauchen Sie eine Traumaplatte. Ja, und das haben wir alle nicht. Wir haben das nicht. Und wir wollen russische Besatzungszone. Das meistverkaufte Gewehr der Welt ist die AK-47. Ja? Und jetzt quatschen Sie mich nicht immer voll und sagen, ich habe keine Ahnung. Da kriege ich so einen Hals, kriege ich da. Es ist eine Wutrede, ja, es ist eine Wutrede. Und vielleicht sollte es auch mal jemand machen. Weil die anderen Bullen, die haben zu viel zu verlieren. Aber ich nicht mehr. Ja, dann mache ich halt einen anderen Job. Und wenn ich auf dem Müllwagen oben sitze, dann mache ich das halt auch. Ja, ich mache mein Radio aus. Kannst kotzen hier, Junge. Radios aus. So. Nee, ich bleib überhaupt nicht ruhig. Weil heute reicht's mir, was ich da gesehen habe. Ja? Denn Bayern macht den nächsten dummen Scheiß hier. Postet ein Video, die Bayern-Polizei, seid ihr noch ganz dicht oder was? Was habt ihr für schöne Westen? Oh, sind die schön. Neue Westen, schnell anziehbar. Und wir haben unsere Autos, haben wir aufgeräumt. Und die Autos sind jetzt richtig aufgeräumt. Wenn jetzt ein Terroranschlag ist oder ein Amokanschlag, wir können das. Ihr könnt ja nicht, könnt ihr. Nichts. Und ist sowieso, erstens sind die Westen Schrott. Die sind absoluter Schrott. Ja, die Helme sind Schutzklasse 1. Könnt ihr kleinen Basecap aufsetzen. Und dann geht's los. So. Und zweitens, in Sachsen-Anhalt, sage ich euch mal was, was da gemacht wird. Wisst ihr, wie oft die Polizisten trainieren? Im Jahr? 4 Mal. 4. Und wer gerade krank ist oder Urlaub hat oder nicht da ist, trainiert weniger. Ja? Jetzt fühlt euch alle mal sicher. Fühlt euch schön sicher alle. Ja? Ja? Und gebt diese Statistiken weiter. Die gefälscht werden bis nach oben. Und jeder in seinem Bereich fälscht die nochmal. Mensch, das reicht mir nicht. Ich muss ja noch gut aussehen. Das muss bis zum Herr Stalknecht, zum Innenminister, muss das gut aussehen. Oh, und Herr Stalknecht hat ja keine Ahnung. Nimmt denn die Superstatistiken, die da ankommen? Die Superstatistiken.
weil die ja durch 10 Leute gefälscht wurden. Und sagt, Mensch, in Sachsen-Anhalt läuft ja alles tippidoppi. Seid ihr noch ernst sauber, ja? Der Dumme ist ja auch nicht Herr Stahlknecht. Der ist einfach nur zu dumm, das überhaupt zu schnallen. Die Dummen fangen ja von unten schon an. Das geht ja von unten schon los. Klack, 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 klack. Das geht immer weiter los. Ja? Hier. Wartet mal. Ich mach mal kurz Licht an, es wird dunkel. So, ich hoffe, das ist jetzt besser. So, hier ist zum Beispiel ein Holster. Doppelsicherung, ja? So, jetzt passiert hier irgendwas. Bla, bla, bla. Irgendein Vorfall ist. Erste Sicherung wird gelöst. Ich zeige das jetzt nicht, wie es passiert. So, der Polizist muss natürlich irgendwann mal die Waffe rausziehen. Das ist jetzt hier eine Übungswaffe. Plastik, ja? Irgendwann muss der Polizist bla 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 die Waffe rausziehen und irgendwas machen. So, jetzt passiert Folgendes. Er wird angegriffen, es passiert eine Rangelei. Bla 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 bla. Bumm. Das ist jetzt hier ein Sicherheitsholster, ja? Tränen. Ich habe schon Tränen vergossen. Ich hab geredet, 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 nicht ich, wir alle, alle Ausbilder. Ich bin ja nicht der Einzige, der das weiß. Denkt ihr überhaupt, als wurde auf uns gehört? Es wurde überhaupt nicht gehört. Das wurde einfach bestellt, weil das billig war. Es war billig. Das ist doch hier, das ist doch nichts. Hier nochmal. So, Sicherung ist zu. Jetzt passiert irgendwas. Erste Sicherung geht auf. Bla bla bla. Zeige ich jetzt nicht. Jetzt wird gerangelt, jetzt kommt der von vorn, bla 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 bla. Sicherheitsholster. Wie das Holster da aussah, heute, weiß ich jetzt nicht. Noch nicht, ich bin zu spät reingekommen. So, jetzt wartet der Vater, die Mutter, das Kind wartet jetzt auf die Frau, die vielleicht noch stirbt. Nur weil sie sporn. Ja? Nur weil irgendein Jurist zu mir sagt, das stimmt alles nicht. Beim Personalgespräch. Ein Jurist, der überhaupt ja keine Ahnung hat. Sie können eigentlich abtreten. Ja, Herr Degner. Sie können auch eine Anzeige schreiben wegen Beleidigung. Ist mir scheißegal heute. Ja, das ist eine Wutrede. Ich meine nichts böse. Ich beleidige keinen. Sie kennen meine Sprüche. Und gut ist. Sie haben aber von Polizeiarbeit überhaupt keine Ahnung. Sie können mal irgendwas unterschreiben oder können mal bei einer Vorführung sind, wenn es irgendwann in eine Kirche geht oder sonst was. Das können Sie machen, das können Sie gerne machen. Aber halten sich aus Polizeiarbeit zurück und stellt mal irgendjemanden ein da als Polizeipräsident, der auch Polizist ist und kein Jurist. Habt ihr einen Knall oder was? Ja? Und Herr Stahlknecht, Sie haben doch bloß gehofft, dass Sie Ihre zweite Amtszeit jetzt weg haben. Wissen Sie was? Sie machen doch keine dritte mehr. Wollen Sie mich veralbern eigentlich? Ja? Sie haben jetzt Ihre Pension im Sack und das war's. Haben Sie in Ostdeutschland alles gut gemacht? Haben Sie alles geschafft? Haben nichts für eine Polizei gerissen? Haben nur große Sprüche gemacht? Ja? Und wissen Sie was? Ihren Personenschutz bemitleide ich. Der kotzt jeden Tag ab. Und ich kriege hier so ja noch schon Anrufe. Ich kann es nicht mehr ertragen, den überhaupt zu beschützen, den Affen. Ja? Ein Affe. Das ist nicht böse gemeint. Ja? Es ist auch alles keine Beleidigung heute. Es ist ein. Und ich habe hier so die Faxen dicke, hier wurde fast eine Polizistin erschossen. Ja? Weil es an der Ausrüstung hapert und an der Ausbildung. Ja? Wenn ich viermal mehr schwimmen gehe, brauche ich mich bei der Olympiade überhaupt ja nicht anmelden. Ja? Da passieren Sachen, wenn ein Schusswaffen. Eine Schusswaffenanwendung passiert, passieren Sachen, ja, die können Sie als Jurist ja nicht wissen, weil Sie es noch nie durch haben, noch nie, ja, da jeden Sachen im Kopf habt, da hat man Adrenalin, vielleicht auch Angst, vielleicht hat man auch einen Schock, vielleicht kann man auch ja nicht handeln, vielleicht, ja, vielleicht macht man auch alles richtig,
Das kann ich doch vorher alles ja auch nicht sagen. Ja? Und sie stellen sich hin und sonst was, sie bestellen nur Scheiße von irgendwelchen Leuten. Die haben das noch nicht mal gesehen. Die bestellen die Scheiße. Ja? Wie in Sachsen, wie in Bayern, das ist in jedem Bundesland gleich. In Berlin wird erst Jornisch bestellt. Überhaupt Jornisch. Ja? Und dann hört es jetzt hier zum G20-Gipfel. Ach, da machen wir halt die Grenzen zu. Mit wem denn? Mit wem wollen sie das machen? Wissen Sie was? Ich war damals in der Observation. Ja? Wir haben einen Islamisten, also angeblichen Terrorverdächtigen, haben wir beschattet. 24 Stunden, was sie hier immer schreiben. Mit 30 Mann pro Schicht. 12 Stunden. Und 10 Autos. So, also rechnen Sie mal. 60 Mann, 24 Stunden. Wie viel haben wir hier angeblich? 500. So, aber offiziell. Sagen wir mal, wir haben, wenn wir es mal wirklich ehrlich nehmen, 10.000. So, am Tag beschatten 24 Stunden mal 60 Leute, also pro Schicht 30, 20 Autos, pro Schicht 10, haben wir 20 Autos, 60 Leute mal offiziell 500, ist ja schon viel, aber wir nehmen mal 10.000. Rechnen Sie sich das mal aus. Wo wollen Sie Leute hernehmen? Wollen Sie mich eigentlich komplett verarschen oder was? Wollen Sie hier alle verarschen? Ja? Sie brauchen hier überhaupt nicht zu erzählen, Sie sollen Ihren Arsch bewegen, dafür kriegen Sie so viel Geld. Sie kriegen so viel Geld dafür. Zu viel Geld. Sie kriegen zu viel Geld, ganz einfach. Und das Geld in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, aber ich spreche jetzt speziell auch für Sachsen-Anhalt. Wo ist das Geld jetzt hin für die Beamten? Wofür wird das eigentlich aufgehoben? Wofür wollen sie das verwenden? Hä? Neuen Hubschrauber kaufen für 500 Millionen? Oder was weiß ich? Und noch nicht mal die Beamten jetzt befördern? Es gab Beamte, die waren 20 Jahre, haben die keine Beförderung gekriegt. Und die eine Beförderung, das sind bloß 30 Euro. Das muss man dazu sagen. Ja? Was wollen sie jetzt machen? Hä? Wollen sie dumm rumsitzen und lachen? Ja? Oder wollen Sie Ihren Anwalt jetzt sagen, ach, der Herr Kleukling war ja heute wieder böse. Der hat ja heute schon wieder, ach, war der heute schon wieder böse. Wissen Sie was, Sie können mich echt am Arsch lecken. Ja, ich habe hier meinen Kopf hingehalten für dieses Land, für diese Leute und das würde ich auch wieder machen. Ja, ich würde auch morgen wieder, wenn Sie mich anrufen, würde ich sofort auf Arbeit gehen. Das würde ich machen. Auch nicht für Sie, sondern für die Leute, die hier wohnen. Und deshalb habe ich den Beruf gelernt. Und nicht für Sie. Für Sie nicht, Herr Stallknecht, für Sie, Herr Haseloff nicht, für Sie, Herr Degner nicht, für Sie, Frau Fritz nicht von der Personalstelle, die noch irgendwann mal 2, 3 Pickel haben möchte. Und für Sie alle habe ich das nicht gelernt. Ja, für meine Leute habe ich das gelernt. Ja? Und Sie lassen mich hier echt verhungern. Und deshalb, und wenn ich das hier sehe, Sie lassen sich auch überhaupt nichts sagen. Sie denken wohl, Sie sind Gott oder was, sind Sie auch nicht. Wissen Sie was? Es gibt einen Zug des Lebens und der fährt los. Da steigen Leute ein, steigen Leute aus. Steigen Leute ein, steigen Leute aus. Manche bleiben länger sitzen. Manche bleiben immer sitzen. Aber sie sind nur Vertreter des Landes auf Zeit. Und ich bin Beamter des Landes für immer. Für immer. Außer sie schmeißen mich jetzt raus. Können Sie doch machen? Machen Sie doch. Schmeißen mich doch einfach raus. Wissen Sie was? Ist mir sowas von egal. Ich kriege noch einen anderen Beruf. Glauben Sie mir. Aber das, was Sie ableisten, ist nichts. Sie sind Versager. Herr Haseloff, Sie sind Versager. Herr Stallknecht, Sie sind Versager. Herr Degner, Sie sind Versager. Frau Fritz, Sie sind sowieso Versagerin. Und der eine Typ da von der Bereitschaftspolizei, der Name fällt mir nicht in, weil der eigentlich ist das sowieso ein Schwachkopf, weil der spielt ja mit Ihnen, Herr Haseloff, immer Golf. Die kennen ja diesen Schwachkopf mit dem komischen Bart hier, der auch nicht kann. Den können Sie dann auch einen schönen Gruß bestellen. Das ist genauso Schwachkopf. Wirklich jetzt. Mhm. Ist nicht böse gemeint. Ist nur eine Wutrede. Ist keine Beleidigung. Heute wurde eine Polizistin im Kopf geschossen und Sie sind alle Mittäter. Für mich sind Sie alle Mittäter. Wissen Sie warum? Weil Sie sich nicht kümmern um uns. Ja, wir halten ihren Arsch hier hin. Ja, und sie kümmern sich einen Scheißdreck, kümmern sie sich.
gucken sich das morgen an. Ich lasse es drinnen diesmal. Ja, viele Polizisten denken auch genauso. Aber sie trauen sich auch nicht zu sagen. Ihr müsst das auch mal etwas verstehen, Leute. Die haben mit 16 angefangen, Polizei zu lernen, Polizist zu werden, haben eine Frau gekriegt, ein Kind gekriegt, haben ein Haus gekauft, haben einen Haufen Schulden auch, Haus müssen abzahlen. Wenn die jetzt sowas machen wie ich, die Frau ist verstorben. Oh nee. Mario Otto, die Frau ist verstorben. Wissen Sie was? Wissen Sie was, Herr Stahlknecht und Herr Ministerpräsident Haseloff? Jetzt lernen Sie mich richtig kennen. Sorgen Sie für unsere Polizisten. Endlich. Und jetzt geht's noch weiter nach oben. Stahlknecht Haseloff, abtreten. Sie Versager. Herr Innenminister de Maizière, Herr Heiko Maas, Frau Merkel, Frau Roth, Sie können gleich weg. Sie spreche überhaupt nicht mehr an. Und die ganzen anderen Grünen. Kümmern Sie sich endlich, dass die Grenzen hier kontrolliert werden. Dass hier Leute nicht mehr reinkommen. Nicht nur zum G20-Gipfel, sondern für immer. Ich kann auch nicht jemanden zum Geburtstag einladen, 1000 Leute, und habe nur Platz für 10. Das geht nicht. Ja klar, haben wir genug Platz. Wir müssen aber gucken, wer hier kommt. Ja? Wir müssen schauen, wer hier überhaupt reinkommt. Wo kaufen die so viel Waffen da unten drin? Ja? Die Waffenlobby ist doch dran schuld. Ja? Wenn das umgedreht wäre, würde ich das auch machen wahrscheinlich. Ja? Wenn mein Kind stirbt. Sie sind so schlau, Frau Merkel, oder was? Was denken Sie denn eigentlich, wer Sie sind? Oder de Maizière, Ihr Onkel hat schon Scheiße mit DDR gebaut. Ja, das müssen wir nicht nochmal haben. Das hatten wir schon mal. Ja? Da brauchen Sie auch nicht rumspinnen und hier heute nur irgendwas sagen. Ach, wir machen hier, ach, nach 5, 6, 7, 10 Jahren, WhatsApp ist genauso wie SMS. Wir müssen das auch überprüfen. Ist Ihnen das nicht eher aufgefallen, oder was? Das hat Ihnen doch schon jeder Sicherheitsberater schon mal gesagt. Ja? Oder Ihre Sekretärin. Ich bin nur noch von Vollidioten um jeden in meiner Regierung. Ich möchte endlich mal jemanden haben, zu dem ich aufschauen kann. Ja? Wo ich sage, Mensch, der schafft hier was. Das sind Sie alle nicht. Ich kenne jetzt keinen. Der letzte war Helmut Schmidt. Ja? Jetzt muss ich mir von irgendeinem Gaukler anhören, als Präsident damals. Wir müssen mit dem Terror leben. Seid ihr nur ganz dicht oder was? Ja? Helmut Schmidt hat damals in Mogadischu gesagt, das könnt ihr euch anhören bei YouTube. Was sagt der Gaukler, Herr Gauk? Ja? Was hat denn der gesagt, wir müssen mit dem Terror leben? Nee, müssen wir überhaupt nicht. Vor 5 Jahren musste ich noch nicht mit dem Terror leben, jetzt muss ich mit dem Terror leben. Ha? Das ist euer Verschulden, ja? Und das ist übrigens unser Wahljahr. Ich möchte keine Werbung machen für irgendeine Partei. Auch schaut euch an, was die Parteien machen gerade. Die großen Parteien, ja, die SPD, ja, Sozialdemokraten. Das muss man sich mal zergehen lassen auf der Zunge. Sozialdemokraten, CDU, Christlich-Demokratische Union, christlich. Versteht das mal, ja? Ich habe nicht stehen Ausländer, ich habe viele Ausländer oder Leute, die sich integriert haben, die irgendwo herkamen aus dem Ausland, Schutz suchten, habe ich als Freunde. Ich bin kein Nazi, ja? Und wenn irgendjemand sagt, ich bin Nazi, Leute, wisst ihr was? Da bin ich halt ein Nazi. Und, ja, vielleicht wird das Wort bald im Duden aufgenommen, Nazi, supi, Nazi ist ein super deutscher Typ, der sagt bla bla bla. Ja? So ein Schwachsinn kann ich nicht mehr hören. Ich kann es einfach nicht mehr hören.
Ja, klar werden sie alle verloren, CDU, SPD, weil sie alle vom Fisch bespuckt sind. Da ist irgendein Fisch vorbeigeschwommen und hat die bespuckt, weil die dumm sind. Ja? Das kann doch alles nicht wahr sein hier. Ich hab nichts dagegen, wenn sich irgendwelche Leute integrieren, ja? Ich möchte mal sehen, wenn ich irgendwo an eine Moschee pinkle, was da passiert mit mir. Ja? Oder sonst was. Irgendwas labere, irgendwas mache. Es muss doch einen Grund haben, dass sie jeden Tag ein Messerangriff ist. Ja? Die Leute werden so, die werden so groß in ihren Kriegsgebieten. Die kennen das nicht anders. Ja? Unsere Kinder werden groß, gehen in den Kindergarten, machen eine Tanzschule, machen ein bisschen Sport, dann kommen sie in die Schule, dann machen sie auch wieder Sport, dann lernen sie Gitarre, dann machen sie das, dann werden sie verwöhnt, dann kriegen sie die Playstation, kriegen das. In Syrien, da verlieren die Kinder erstmal ihre Eltern. Oder werden beschossen, rennen mit Kalaschnikow rum, müssen sich wehren. Die kommen jetzt hier alle her. Die kennen das hier alles nicht, das Schöne. Die wehren sich so, wie sie es gelernt haben. Schnallt ihr das nicht oder was? Wir können die nicht einfach so reinlassen. Wir müssen die da unten helfen. Da unten. Am Ursprung des Geschehens muss man helfen. Aber das kriegt ja unsere Frau Merkel nicht hin und unser Lothar. Super Lothar. Der immer so leise spricht, dass ich fast einschlafe. Das muss ich aufnehmen auf Video, dass ich es mir anschauen kann. Ja, da, weil ich Angst habe, ich einschlafe. So, Wutzigarette. Ich rauche eigentlich nicht, aber. Ich kann doch nicht alles öffnen und kann nicht alle reinkommen lassen und dann irgendwann fängt es an, wenn wir alle klarkommen. Ja? Bei den Diäten kommt ihr doch jeden Monat klar. Jetzt hört doch mal auf zu spinnen. Ja? Dort reingesteckt, nächsten Monat ist hier drauf. Fertig. Geht doch ganz einfach, oder nicht, ja? Ansonsten sitzen bloß immer 14 Mann da, der eine pennt, der andere tippt aufs Handy, der eine meckert, ja? Der andere hat irgendeine Rede von seinem Sekretär gekriegt und lauert die dazu, so. Der Rest ist irgendwo, Nebenjobs machen, ja? Irgendwelche Nebenjobs, so, ja? So sieht's aus. Ja, genau, so sieht's aber aus. Ich kann es auch jetzt nicht mehr hören langsam. So. Gut, Leute. Zeit für Revolution. Leute, Revolution. Wisst ihr, was eigentlich eine Revolution ist? Da sterben auch viele Leute. Wieso geht das nicht? Wirklich jetzt. Da sterben zu viele Leute. Und ich, wisst ihr, was ich noch hasse? Wenn irgendwelche Leute außer Dienst, wenn ich das schon lese, außer Dienst, Generalmajor außer Dienst, Stabschef außer Dienst, Polizeipräsident außer Dienst, Polizeidirektor außer Dienst, General bla 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 außer Dienst, Risikoexperte, vor allem die Experte. Experte liebe ich ja das Wort. Experte außer Dienst. Hey, außer Dienst. Braucht ihr überhaupt ja nichts mehr sagen? Ihr könnt einfach eure Schnauze halten. Ihr seid außer Dienst. Wisst ihr, was jetzt wichtig wäre? Leute, die im Dienst sind, noch im Dienst, müssen jetzt ihr Maul aufmachen. Ihr alle außer Dienst könnt alle eure Schnauze halten, weil ihr bewirkt nicht mehr. Ihr habt mal einen schönen Boost auf Facebook. Ja, und das war's. Die im Dienst sind, müssen was sagen. Ja, im Dienst, nicht außer Dienst. Richter außer Dienst, ja, alles außer Dienst, genau. Alles außer Dienst, stimmt, Monika. Junge, Junge, Junge. So, ich beende gleich meine Wutrede.
Ich hatte heute einen schönen Tag mit Kindern der 7. Klasse, Förderungsschule. War schwierig. Haben trotzdem sehr gut auf mich gehört und wir haben sehr viel Spaß gehabt. Denkt man nicht, dass ich hier rumsitze, Löcher in die Luft schaue. Ich habe jetzt leider auch ein größeres Projekt angeboten bekommen. Und mal schauen, wie oft ich jetzt hier noch überhaupt Facebooken kann. Doch Herr Stahlknecht und Herr, was? Namen sind Schall und Rauch. Der Unwichtige ist mir schon wieder entfallen. Ja, der andere da. Kümmern Sie sich mal um die richtige Ausrüstung für unsere Polizeibeamten. Kümmern Sie sich mal darum, dass der Rest des vorhandenen Geldes vorhanden. Vorhanden. Und wissen Sie, warum ich das weiß? Aus dem Finanzministerium. Denn ich habe auch meine Quellen. Kümmern Sie sich mal, dass das Geld an die Beamten ausgezahlt wird. Ja, und nicht nur ihre Diäten. Ja, sie verdienen schon genug für nichts tun. Für nichts tun. Ja? Und schreiben Sie Ihre Anzeigen. Das ist mir sowas von scheiße. Ja, wissen Sie das? Ich habe ja gesagt, es ist eine Wutrede und es soll keine Beleidigung sein. Also, ich sage es jetzt nochmal, keine Beleidigung. Trotzdem, in meinen Augen sind Sie und Herr Haseloff Versager. Sie sind Beamte auf Zeit oder Angestellte auf Zeit, wie man es auch immer nennen mag, wer das auch, wie auch immer nennt. Und mehr nicht sind Sie für mich. Und wenn Sie weg sind, ist das sehr gut für mich als Polizist. Denn dann kriege ich hoffentlich einen besseren Chef. Ja? Und ich hoffe auch, falls ich wieder arbeiten darf, dass ich dann auch einen besseren Chef habe. Ja? Auch einen Polizeipräsidenten, der auch mal was im Kopf hat. Ja? Und nicht bloß irgendwelche die Brüder Grimm-Märchen liest. Ja? So, Leute. Tut gut, mal Luft rauszulassen. Vielleicht sollten das mehrere Polizisten tun, die noch im Dienst sind. Ja? Es tut mir sehr leid, dass die Frau gestorben ist heute. Ein herzliches Beileid an die Familie. Ich bin stolz, dass sie ihren Job gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie die Umstellungen sind oder waren. Und ja, es tut mir sehr leid. So, ich denke mal, das reicht für heute für eine erste Wutrede. Und jetzt kümmern Sie sich. Drehen Sie einfach Ihren Arsch im Innenministerium und ziehen Sie Ihre Hausschuhe aus. Und hören Sie einfach auf Leute, die Ahnung haben und setzen sich mit dem Militär zusammen oder sonst was. Ist mir scheißegal. Und denken Sie mal nach. Schönen Abend, Leute. Mein Beileid an die Familie.